Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Wir werden noch mal ein paar Duo-Kämpfe machen heute und uns dafür ein Deck noch mal rausnehmen, was wir letztens schon mal hatten, und zwar dieses hier. Ich hoffe, dass ich damit halbwegs effektiv zocken kann und gehen einfach mal rein, nehmen schnell das Spiel, einfach irgendeinen random Partner quasi und schauen uns an, was er so hat. Ja, Ballon, Valkyrie. Könnte interessant werden. Warten wir mal ab, was da so kommt. Okay. Kobolde, Skelett, ja. Also Riesenskelett. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden mein Blitzzauber bei dem Riesenskelett macht. Das war schon mal okay, glaube ich. Den wegzubekommen und gleichzeitig natürlich auch das ganze andere Gelumpe. So. Jetzt haben wir natürlich zwei, ich sag mal, Angriffsbahnen hier links und rechts, dadurch, dass wir halt so jetzt beide Seiten noch verteidigen mussten und die auch beide Seiten angegriffen haben. Aber vielleicht ist das ja nicht verkehrt, so. Ich wollte jetzt nicht für die Kobolde schon die... Ja, ich hätte besser doch das Kampfholz genommen, aber egal. Der Turm da oben, der ist schon mal ganz gut dabei. Jetzt setzt er da den Tornado für den Bowler hin. Ja, könnte interessant werden. Aber wir können jetzt ein bisschen Power machen. Baby Dragon dahinter von ihm, das ist gut. Und ich müsste natürlich jetzt den Blitzzauber haben. Es reicht aber, um uns den Turm zu holen da oben. Gucken wir halt jetzt mal, wie es weitergeht. Der war schon mal abgelenkt, das ist schön. Und ansonsten können wir den Eismagier einfach mal setzen. Ah, jetzt ich. Sorry, das war jetzt mein Fehler. Jetzt habe ich ihm den da weggeballert. Ja. Das war jetzt natürlich blöde von mir. Habe ich ihm schön den Feuerball vor der Nase vermiest, weil ich den mit dem Tornado weggezogen habe. Aber ja, ich konnte in dem Fall... Ich habe es noch so gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Dachte mir, oh, jetzt wird's lustig. Aber dann war es schon zu spät, noch nicht mehr loszulassen. Er zieht beides dahin mit dem Riesenbomber. Okay. Das sinnvoll ist die nächste Frage. Ich hab ja noch den... Ja. So. Okay, Turm haben sie noch geholt. Da sind sie auch noch dran. Jetzt wird's aber interessant. Jetzt sind wir leicht hinten, natürlich. Aber vielleicht haben wir jetzt die Chance, einen Konter zu... Plan. Ich müsste meinen Blitzzauber effektiver einsetzen können. Aber jetzt kann ich ihn, glaube ich, gut nutzen. Komm, Junge. Ja, der war doch gut. Der war schön. Jetzt noch der Megalakai-Feuerball von ihm. Bowler noch. Ich habe noch das Kampfholz. Das können wir noch setzen. Komm. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ja, hat gereicht. Alles klar. Na, war doch schon mal in Ordnung. Auf jeden Fall Luft nach oben. Definitiv Luft nach oben. Aber es war auch ja, ein harter Kampf, muss man sagen. Mal gucken mal, wie es weitergeht. Was hat der Gegner? Ja, könnte auch interessant. Er hat schon angefangen. Alles klar. Er fängt einfach schon mal an. Nys und El Willis. Oh, Pekka. Das ist böse. Na, doch nicht. Na. Können jetzt ein bisschen lenken. Kriegen wir. Prinzessin kriegen wir da auch. Aber die werden jetzt da nicht so weit kommen.
Behalten uns jetzt mal den Bowler im Auge, dass wir den hinter den Riesen setzen können, wenn es soweit ist. Ah, zu früh, Junge, zu früh. Oder? Ja. Das konnte nicht funktionieren. So. Er lacht sich kaputt. Ich weiß nicht warum. Okay, den Riesen kann man also nicht auf den Hauptturm ziehen. Hätte jetzt ja klappen können. Spannende Kiste wieder. Diese Spiele sind echt um einiges spannender als die normalen. Das muss man schon mal sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir nehmen mal den Bowler. Ja, gucken, wie wir den durch... Ja, Prinzessin, jetzt setzt er da den... Schuppen Johnny hin, wie ich ihn immer liebenvoll nennen möchte. Riese. Er hat jetzt da natürlich schlauerweise die Kobolde in den Riesen reingesetzt, wo der Bowler hinter war. Was ihm nicht so viel gebracht hat. Oder sie, was sind ja mehrere. Sind ja mehrere. Unser Riese kommt aber ganz gut schon mal voran da oben. Riese down, mega. Oh. Beide in die Hexe gezogen, das war in Ordnung. Und jetzt kriegen wir auf jeden Fall den Turm. Und dann wird's interessant. Oh, oder doch nicht? Doch nicht, doch nicht. Feuerball von ihm. Er setzt da einen drauf. Okay, dann brauche ich den Blitzzauber nicht setzen. Ja, ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Feuerball von denen noch. Oh, sieht gut aus. Zweiter Sieg. Und ich überlege, was wir verbessern können. Die Kobolde nicht so viel gesetzt gerade. Ich überlege, ob ich nochmal. Wieder mal irgend so einen kleinen Kram. Ob wir den. Ich habe eine Idee. Ich habe, glaube ich, eine Idee. So. Bei den ganzen Packers, da ist der E-Magier eigentlich nicht verkehrt. Können wir mal testen. Wenn es jetzt in die Hose geht, soll es so sein. Er hat auch einen Riesen, ja. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Tutti und Catrufo. Unsere Gegner. So, jetzt haben wir natürlich dadurch, dass er relativ offensiv war, auf der linken Seite schon ein bisschen was an Power. Ja, ich behalte jetzt mal den Blitzzauber. In der Hoffnung. Ja, okay. Ist nicht so viel gebracht, aber der Inferno ist schon mal halbwegs down. Und sein Magier hat nichts abbekommen, leider. Aber sein Türmchen, deren Türmchen schon so ein bisschen. Ja, immer dieses Koboldfass, das ist natürlich auch schwierig zu verteidigen, weil du grundsätzlich Schaden frisst, ne? Kannst du auch nichts machen. Ich würde jetzt gerne mal was testen. Ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen, ja. Jetzt wäre natürlich, hätte ich mal den Sepp jetzt mitgenommen, das wäre natürlich geil gegen den Inferno-Turm. Ja, man weiß es immer vorher nicht, ne? Das ist jetzt... Man weiß es vorher nicht. Kobold fasst natürlich jedes Mal instant Schaden sofort. Ist dann schwierig. Ja, jetzt haut er noch einen Blitzzauber drauf. Ja, dann kannst du natürlich nichts machen. Kannst natürlich jetzt nichts machen. Dann ist der Turm halt jetzt weg. Nur für die Prinzessin brauchen wir jetzt keine Verteidigung setzen. Da kannst du echt natürlich gar nichts machen. Was willst du da machen? Er kann jetzt easy. Jetzt kommt wieder der Inferno-Turm. Und dann stehen wir wieder da. Oh, Mini-Packer, auch nicht schlecht. Ja. Sind wir diesmal raus, glaube ich, aus der Nummer. Da haben wir jetzt dieses Mal leider die falschen Decks auf der Hand. Wir können ihn mal vielleicht versuchen, auf der anderen Seite ein bisschen rauszukitzeln.
Aber das wird dieses Mal leider Gottes in die Hose gehen. Ja. Geht er wieder über da mit dem Henker. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ah, den kriegen wir noch nicht mal ganz kaputt. Ja, das kannst du natürlich verbaggern dann. Wenn er jetzt so viel einsetzen muss, ja. Und dann haben wir schon wieder den Inferno vor der Nase. Da kommen wir mit dem Deck nicht durch, Jungs. Da können wir einen Haken an die Nummer machen. Können wir einen Haken an die Nummer machen. Hier kommen wir. Spielen noch ein bisschen rum. Und ich würde sagen, damit verabschiede ich mich. Wir sind erstmal durch für heute. Komm, er kriegt noch einen Blitzzauber auf den Turm. Und ja, konnten wir jetzt in dem dritten Spieler leider nichts mehr reißen. Einfach die falschen Decks gehabt, ein bisschen Pech gehabt. Machst du nichts? Ich hätte den Sepp vielleicht gebrauchen können. Und gegen den ganzen Kleinkram auch. Also man muss echt den Sepp, glaube ich, drin haben. Gegen den ganzen, also Infernos. Ganzen Kohle und den ganzen Schiss. Oder Pfeile wären auch nicht schlecht.